Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßen. Sie sind da. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften? Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Dann suchen Sie ihn eben! Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit erneuern. Mein Führer? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Wir können den nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Ich will Fegelein sehen! Sofort! Ich bin mit mir ins Reine gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Meine Person! Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Dann soll die Armee kehrt machen! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube! Mein Führer, ich habe mich genug ausgedrückt!